das Wasser hält sich nicht an Regeln. Man kann sich nicht vorstellen, es ist alles umgefallen, es schwimmt alles. Man kann alles wegschmeißen. In gewissen Extremsituationen muss man der Natur nachgeben. Keine Vorstellung, wie es so weit, kommen konnte. Keller zu fluten ist das geringere Übel gegenüber dem Einsturz eines Gebäudes. Ihr Heim ist vielen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen Ihnen, dass es oft einfach ist, ein Gebäude vor Schaden zu bewahren. Als Hauptproblem bei Hochwasser wird vor allem das sogenannte Oberflächenwasser wahrgenommen. Also das Wasser, das nicht abfließen oder versickern kann, deshalb an der Oberfläche entlang fließt und in Gebäude eindringt. In der Tat sind die möglichen Schäden durch Oberflächenwasser gewaltig, aber neben den typischen Feucht- und Wasserschäden gibt es darüber hinaus noch Schäden, die infolge von Auftrieb entstehen können. Denn bei Hochwasser steigt auch das Grundwasser an. Und das drückt unter Umständen von unten gegen die im Wasser stehenden Teile des Gebäudes. Wie bei einem Schiff entsteht ein Auftrieb. Auf die Seiten wirkt zusätzlich ein starker horizontaler Wasserdruck. Infolge dieser Auftriebskräfte kann sich das Gebäude heben, es kann zu Schiefstellungen kommen und die Schäden können bis dahin reichen, dass also die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährdet ist. Gebäude mit einem schlecht abgedichteten Kellergeschoss sind ironischerweise am besten vor diesen Gefahren geschützt. Denn die Keller laufen einfach mit Wasser voll. Der Wasserdruck von innen kompensiert teilweise den Wasserdruck von außen. Das Gewicht des Gebäudes wird durch das Wasser erhöht und verhindert ein Aufschwimmen. Steigt der Grundwasserspiegel höher an, als beim Bau des Gebäudes berücksichtigt wurde, sind vor allem gut abgedichtete Keller ein Problem. Auf ein Gebäude mit 100 Quadratmetern Grundfläche, bei dem sich das Kellergeschoss im Grundwasserbereich befindet, können etwa 250 Tonnen Auftrieb einwirken. Das Eigengewicht der wenigsten Häuser reicht aus, um diesen Kräften zu widerstehen. Das ganze Gebäude ist gefährdet. Dresden im Sommer 2002. 21 Menschen sterben bei der Jahrtausendflut, die die sächsische Landeshauptstadt überrollt. Den damit verbundenen Anstieg des Grundwassers hatte niemand vorhergesehen. Auch nicht die Bauherren des St. Benno-Gymnasiums in der Dresdner Altstadt. Durch den Druck von unten wölbt sich die Bodenplatte in der Mitte der Turnhalle dramatisch nach oben. Es war also erschreckend, weil dann auch gleich die Gedanken in die Richtung gegen die Turnhalle ist ja mit der Schule verbunden, kippt jetzt das ganze Schulgebäude, fällt das Dach ein, weil von der Seite her die Wände einstürzen. Das ist alles sehr dramatisch erstmal gewesen in dem Moment. Es ist halt fast wie das eigene Haus zu betrachten und dann zu erleben, dass es so gefährdet ist, das ist schon erbärmlich. Innerhalb kürzester Zeit versuchen Schüler, Lehrer und Eltern mit Sandsäcken und mobilen Wassertanks einen Gegendruck zu erzeugen. Doch schließlich muss die Halle auch noch geflutet werden, um weiteres Gewicht auf die Bodenplatte zu bringen. Da kann man dann an der Stelle nur sagen, ehe das Gebäude einstürzt, dann muss man den Fußboden opfern. Das Konzept ging auf. Das Schulgebäude wurde gerettet. Ein neuer Parkettboden ist verlegt. Aber was kann man tun, wenn beim eigenen Gebäude der Grundwasserspiegel höher als die Kellersohle steigen könnte? Dann sind bei dichten Kellern Maßnahmen gegen den Auftrieb vorzusehen. Und das wären Verankerungen in den Boden oder dicke Bodenplatten oder ähnliche Massen, die dem Auftrieb entgegenstehen. Besteht ganz akut die Gefahr von Auftrieb durch steigendes Grundwasser, empfiehlt sich eine gezielte Flutung des Kellergeschosses mit Leitungswasser, um die Standsicherheit des Gebäudes zu sichern. Das Wasser im Gebäude baut einen Gegendruck auf, Bodenplatte und Wände sind dadurch weniger belastet. Die Auftriebskräfte reduzieren sich. Durch die Flutung wird zusätzlich verhindert, dass Schmutzwasser in das Gebäude eindringen kann und zu zusätzlichen Schäden führt. Es gilt natürlich vor einer Flutung eines Kellers, eines Gebäudes, die Medien abzuschalten, sprich Strom, Telefon und eventuelle Heizöltanks so zu sichern, dass sie nicht aufschwimmen können. Auch wenn es zuerst unverständlich erscheint. Bei einem Hochwasser können Sie unter Umständen Ihr Haus retten, indem Sie absichtlich Ihren Keller voll Wasser laufen lassen.